Hallo und willkommen. Es ist meine Ehre, hier und heute dabei zu sein. Es ist mein erstes Männerseminar. Ich würde ganz gerne an die Geschichte anknüpfen, die mein Vorredner gehalten hat. Und das war, als ich 29 Jahre alt war, habe ich keine Lateinamerikanerin kennengelernt, sondern eine Russin. Und ich bin eine Woche lang mit dieser Frau in einem Raum gewesen und ich habe 25 Mal ejakuliert und ich wollte mich umbringen. Das war der Anfang meiner Reise als Mann, mich neu zu definieren und herauszufinden, was ich im Leben möchte. Habe alles Mögliche ausprobiert, von Tantra über Yoga, habe alle Lehrer in der Welt besucht und habe mich dann auf die Reise gemacht. So, was ich euch heute erzählen will oder was ich mitgebracht habe, ist meine Reise von über 25 Jahren in der Weltgeschichte unterwegs zu sein. Und ich kann euch sagen, das, was mein Vorredner auch erzählt hat, Tantra und Semen Redemption hält euch jung. Ich bin jetzt 54, werde 55 im Oktober und kann das nur empfehlen. So, meine Journey hat angefangen als professioneller Facilitator und Practitioner 2010, als ich auf die Reise gegangen bin und habe angefangen, Männern und Frauen beizubringen, wie sie sozusagen multisexuell sein können. Also wie sie sexuelle Erlebnisse miteinander haben können, ohne zu snacken, ohne den Snack zu nehmen und wie sie weitermachen können. Bin dann in unterschiedlichen Tantra-Schulen unterwegs gewesen als Facilitator und habe Männern und Frauen und Paaren gezeigt und beigebracht, wie sie miteinander umgehen können und habe dann 2014 meine Mentorin Betty Martin kennengelernt mit dem Wheel of Consent und bin für 6 Jahre ihr Student gewesen und mit ihr um die Welt gereist und habe professionellen Individuen und Paaren beigebracht, wie sie sich miteinander besser verbinden können. Also auf der anderen Seite von Tantra und sexueller Energie gibt es die Möglichkeit, auch mit all dem, was ihr da lernt, rauszufinden, wie ihr euch mit anderen verbinden könnt. Und das ist das, worüber ich heute mit euch reden möchte hier. So, wie viele deutsch sprechende Leute sind hier? Okay. Und wie viele englisch sprechende Leute sind hier? Okay, ein paar mehr. So, als ich in die Welt gereist bin 2010, habe ich angefangen, alles in Englisch zu sprechen und in Englisch zu lernen. Und vieles, was ich gemacht habe, kann ich einfach nicht in Deutsch sagen. Also ich bin 2010 aus Berlin abgereist. Ich habe hier 12 Jahre lang gelebt. Ich hatte ein Business. Ich war Floor Sander, habe Parkettböden hergestellt und habe dann auch gedacht, warum sollte ich eigentlich Englisch sprechen? Weil spricht ja jeder Deutsch. Ja, und habe dann festgestellt, dass mein Englisch wirklich schlecht war und habe dann aber auch von 2014 bis heute alles nur in Englisch gelernt. Manche Sachen kann ich einfach nicht in Deutsch sagen. Ich bin aber total fähig, alles im Englischen zu erklären und meine Sprache ist mittlerweile Jinglish, international, wenn ich also unterwegs bin. So, Consent. Was ist Consent? Oder im Deutschen Consens. Ich würde euch ganz gerne mal in eine kleine Übung einweisen, wenn ihr die mitmachen wollt. Und ich lade euch mal dazu ein, euch zu dem Mann auf einer von den beiden Seiten, wenn ihr 2 Männer neben euch habt, an den Mann zu richten und den Mann mal die Frage zu stellen, darf ich dich küssen? Und der Mann antwortet, nein. Und dann derselbe Mann fragt dieselbe Frage zurück, darf ich dich küssen? Und der erste Mann sagt nein. Und mach das mal ein paar Mal hin und her. Darf ich dich küssen? Nein. Okay, vielen Dank. Danke, danke. Danke, danke. So, jetzt würde ich euch
Ich weiß, das ist erregend. Danke. So, jetzt würde ich euch gerne mal darum fragen oder bitten, euch zu dem Mann auf der anderen Seite umzudrehen und den Mann eine andere Frage zu stellen. Kannst du mich küssen? Und die Antwort ist nein. Und mach das auch mal hin und zurück ein paar Mal. Okay, vielen Dank. Vielen Dank. So, ihr habt sozusagen alles, was mit Consent zu tun hat, in diesen zwei Fragen gelernt. Und das ist die Frage nach Erlaubnis zu fragen und jemanden nach einer Aktion zu fragen, die ihr wollt. Jetzt habe ich noch eine Frage an euch. Für wen war das schwierig, einen anderen Mann zu fragen, darf ich dich küssen oder kannst du mich küssen? Ja, für ein paar. Und für wen war es schwierig, Nein zu sagen? Ja, für ein paar. Ja. Aber wer hat gedacht, wenn es ums Küssen ging, Küssen auf den Mund? Ja, here we go. So we're getting closer. Also wir werden näher zu Consent kommen in dem Moment, wenn ich euch erkläre, worum es da geht. Und es geht darum, wenn Consent im Raum steht, spezifisch zu sein. Jinglish. Spezifisch, danke. So, wenn es um Consent geht, könnt ihr euch auf zwei Sachen einstellen. Und ihr habt schon mal den Muskel von Consent trainiert. Ihr habt um eine Erlaubnis gefragt und ihr habt jemanden gefragt, etwas für euch zu tun. Und das sind die zwei Sachen, die Consent beinhaltet. Das ist schon eigentlich alles. Da gibt es noch viel mehr darum. Wo kommt Consent her in diesem Bereich, mit dem ich arbeite? Es ist von einem amerikanischen Philosophen, Harry Faddis, der das 3-Minuten-Spiel entwickelt hat. Und wer hat vom 3-Minuten-Spiel gehört? Ein paar von euch. Also das 3-Minuten-Spiel ist revolutionär. Und mein Talk heute, wenn ich das eigentlich richtig in Erinnerung habe, ging darum, um Consent und Dating zu vereinen und darüber zu sprechen. Also das heißt, wenn ihr auf ein Date geht und euch mit anderen Leuten treffen wollt und intim miteinander sein wollt, dann das 3 Minuten zu spielen ist eine unglaublich tolle, revolutionäre Möglichkeit, mit Leuten in Kontakt zu gehen. Ich werde mehr darüber heute Abend in einem Workshop Consent is Sexy erzählen. Würde euch ganz gerne noch mal ein bisschen tiefer jetzt hier in die Details einweisen, wie das funktioniert. Du hast eine Frage? Harry Faddis. Harry Faddis. So. Jetzt habe ich den Faden verloren. Wer hat ihn? Einweisung, Details, danke. So, ich habe 2014 das Wheel of Consent von Betty Martin kennengelernt und habe von Betty Martin die tiefere Einführung dafür erhalten, was Consent wirklich ist. Ja? Also Consent auf einer mentalen Ebene geht um die zwei Fragen. Eine Frage ist, um Erlaubnis zu fragen und die andere Frage ist, um eine Aktion zu bitten. Ja. Aber wenn ihr um die Erlaubnis fragt, dass ihr eine Aktion für euch selbst ausführen wollt, in einem intimen Bereich, wenn es darum geht, eine andere Person zu berühren, da gibt es einen ganz, ganz wichtigen Unterschied zu berücksichtigen. Und da ist, tut ihr etwas,
um euch selbst zu fühlen? Oder tut ihr etwas, um eine Reaktion von der anderen Person zu bekommen? Und wenn ihr etwas tut, um eine Reaktion von der anderen Person zu bekommen, dann vernachlässigt ihr euer somatisches Empfinden, wenn es um Genuss und Sinnlichkeit geht. Und das würde ich euch gerne zeigen in den nächsten 2-3 Minuten. Nehmt einfach irgendetwas in die Hand, was gerade vorhanden ist. Kann eine Flasche sein, ein Stift, irgendetwas. Und wenn ihr vom Verstand her das betrachtet, wisst ihr, was das ist. Ihr wisst, wie es genannt wird, ihr wisst, was er damit macht oder wie ihr es benutzen könnt. Und ich würde euch gerne darum bitten, auf eine tiefere Ebene einzusteigen. Und das ist die Ebene des Somatischen. Und das ist, mal zu fühlen, was ihr an Informationen von dem Gegenstand bekommen könnt. Wie ist die Temperatur? Ist es rau oder weich, hart, scharf, kantig? Und einfach mal mit diesen Informationen zu sein für einen Moment. Und dann der nächste Schritt, ganz egal, wie eure Geschwindigkeit der Berührung ist, die mal zu halbieren, also wirklich langsam zu sein und nochmal zu halbieren. Und dann eine Stelle irgendwo an eurer Hand zu finden, zwischen den Fingern, an den Fingerkuppen, der Handfläche, wo es sich genüsslich anfühlt, so ein bisschen kribbelnd, kitzelnd. Energetisch, sinnlich und mit dem Gefühl des Kribbelns nur für einen Moment zu sein. Einfach nur zu spüren, zu fühlen, während ihr in Aktion seid. Für euch. Nicht für irgendjemanden. Es geht nicht darum, irgendetwas zu erreichen. Oder zu bekommen, könnt ihr euch fühlen. Und was passiert, wenn ihr euch fühlen könnt und ihr euch das selbst erlaubt? Okay, dann bringt eure Aufmerksamkeit wieder zurück hier und seid weiter mit dem Objekt in Verbindung. So, jetzt kommt die Frage in den Raum, könnt ihr euch selber fühlen, wenn ihr eine andere Person berührt? Könnt ihr selbst mit eurem Gefühl in eurer Haut in Verbindung sein? Könnt ihr euch spüren, wenn ihr eine andere Person berührt? Und das kommt wieder zurück zu der Frage, darf ich dich fühlen? Darf ich dich berühren? Und mit eurem eigenen Gefühl in Verbindung zu bleiben, ohne in der Reaktion der anderen Person verloren zu gehen. Das ist Mannsein für mich heute. Und ich hätte mir gewünscht, dass mir das jemand gesagt hat, bevor ich die Russin 25 Mal gevögelt habe und gekommen bin und ihr zeigen wollte, was ich für ein toller Hecht bin. Vielen Dank.